Herzlich willkommen im X-Lab. Heute geht es um das Thema Weißabgleich und Graukarte. Ich möchte, dass Sie nicht den gleichen Fehler machen, den ich vor vielen Jahren gemacht habe, aus Unwissenheit. Wenn man aus der analogen Fotografie kommt, dann kennt man wahrscheinlich neben Belichtungsmessern auch diese Graukarten. Und ich habe dann in der digitalen Fotografie diese Graukarten weiterverwendet, immer in der Annahme, dass diese Graukarten für den Weißabgleich gut sind. Und das ist der erste große Fehler, den man mit Graukarten machen kann. Graukarten kommen, wie ich das gerade schon erwähnt habe, aus der analogen Fotografie. Das heißt, die Graukarten waren damals nicht für den Weißabgleich, weil Weißabgleich gab es in dem Sinne nicht bei der analogen Fotografie, sondern die waren für die Belichtungsmessung. Das heißt, wir haben hier 18% Reflexion. Das ist genau der Wert, den die Kamera als Mittelwert ansieht und man konnte so mit einem Belichtungsmesser sehr schön eine Lichtmessung machen, indem ich die Reflexion der Graukarte messe. Gut, dann hat man sich gedacht, okay, Graukarte, das ist ja auch genau das, was man in der digitalen Fotografie für den Weißabgleich verwendet. Also mache ich damit den Weißabgleich. Und ich habe mich dann lange Zeit gewundert, warum der Weißabgleich immer nicht so richtig toll war. Und diese Karte habe ich vor vielen Jahren mal online bestellt. Das ist vermutlich ein chinesisches Produkt. Und ich habe auch neben ab und zu mal Belichtungsmessungen, habe ich eben, wie gesagt, auch den Weißabgleich gemacht. Und die Werte haben nie so richtig hundertprozentig gestimmt. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass alle Graukarten nicht korrekt in der Farbe sind. Aber Graukarten sind eben grundsätzlich zunächst einmal nicht für den Weißabgleich gemacht. Das heißt, der Hersteller bemüht sich darum, die richtige Helligkeit, also Reflexion zu erhalten. Aber die Hauptaufgabe ist erstmal nicht, auch noch dafür zu sorgen, dass wir hier ein ganz neutrales Grau haben. Das ist ja nochmal ein extra Aufwand und ist dann auch nochmal ein extra Preis. Wie gesagt, es gibt garantiert auf dem Markt Graukarten, die für den Weißabgleich geeignet sind. Es gibt aber auch andere Methoden und das möchte ich heute mal ausprobieren. Ich habe hier eine schöne holzgeschnitzte Figur vor braunem Hintergrund, also sicherlich fotografisch auch eine Herausforderung. Und wenn der Kunde jetzt zum Beispiel möchte, dass ich solch eine Aufnahme farblich auch korrekt wiedergebe auf meinem Bild, dann muss ich mit Weißabgleich arbeiten. Und ich habe dazu noch zwei Hilfsmittel, die ich jetzt mal kurz vorstellen möchte und auch kurz in der Nachbearbeitung zeigen möchte. Ich habe hier zum einen den Spider Cube und zum anderen den Color Checker von X-Rite. Beides habe ich selbst gekauft, das ist also keine Werbung und kein Product Placement. Und mit diesen beiden Teilen möchte ich Ihnen zeigen, wie man den Weißabgleich sehr schön machen kann und welche Vor- und Nachteile diese beiden Farb- und Graukarten haben. Und wir vergleichen das natürlich auch mit unserem chinesischen, mit der Graukarte. Zunächst einmal habe ich das Licht ein bisschen kontrastreich eingestellt, ein spannendes Licht, also keine flache Beleuchtung. Ich habe also, man sieht hier eine Softbox, die das Objekt hier mit einem Streifen beleuchtet. Und damit das Ganze dann eben nicht zu kontrastreich wird, also insgesamt als Silhouette noch zu erkennen ist, habe ich mit einer Lampe gegen die Decke indirekt geblitzt, um damit eine weichere, aber schwächere Umgebungsbeleuchtung zu erzeugen. Und wenn man das beides gut abstimmt, dann erhält man eben diese Aufnahme. Und jetzt geht es in einem zweiten Schritt darum, den Weißabgleich vorzubereiten. Und dazu mache ich nochmal ein Bild mit je einer dieser Karten, einmal die chinesische Graukarte, dann mache ich eine Aufnahme mit dem Spider Cube. Der hat den Vorteil, dass er von verschiedenen Seiten einmal Grauwert, Weißwert, Schwarzwert und auch ein Loch in der Mitte hat, wo man also richtig tiefes Schwarz auch messen und einstellen kann im RAW Converter. Den muss man ein bisschen auf dem Stativ stellen, weil der steht dann, wenn man ihn da unten hinstellt, steht er direkt auf so einer braunen Fläche. Und das kann auch ein bisschen abstrahlen und das ist nicht ganz so cool. Also habe ich ein kleines Stativ genommen. Und als drittes dann den Color Checker. Der Color Checker, der hat neben Grau, Weiß und Schwarz auch noch den Vorteil. Also einmal kann man hier natürlich den Weißabgleich mit dieser Karte machen. Man kann aber auch
natürlich auch den Weißabgleich hier mit den Grauwerten. Wir haben hier schwarz bis weiß und das sind auch ganz genaue Werte. Also das sind Pigmentfarben, die auch nicht so schnell ihre Farbe verändern. Man hat also hier sehr exakte Grauwerte für den Weißabgleich und für die Farben. Der Vorteil noch von dieser Karte ist, man sieht hier die Farben. Man kann mit dieser Karte sogar eine Kamerakalibrierung vornehmen. Das will ich aber hier nicht zeigen. Das habe ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Video gemacht. So, und im zweiten Schritt gehen wir jetzt an den Computer und wir schauen uns die Nachbearbeitung im RAW-Converter an. Hier sehen wir nun die unbearbeitete Aufnahme. Ich habe sie mit der Fuji X-Pro2 aufgenommen. Und wenn wir uns mal die Parameter anschauen, dann sehen wir hier ein Weißabgleich von 4600, also das ist relativ daneben, weil das war ja Blitz, also Tageslicht und müsste über 5000 liegen. Aber darum haben wir ja die Graukarten verwendet. Und jetzt möchte ich im ersten Schritt, bevor ich das Bild weiter bearbeite, erst einmal den Weißabgleich über die verschiedenen Methoden machen und die dann vergleichen. Wir sehen hier vom Licht her, das Hauptlicht ist ganz eindeutig hier von rechts, das Strip Light, das hier eine ganz klare Kante erzeugt. Und das zweite Licht, das auch hier oben, also immer von oben sehr schön beleuchtet, also eine natürliche Beleuchtung, das ist das Licht, das ich gegen die Zimmerdecke projiziert habe. Dadurch wird auch die ganze Szene etwas aufgehellt. Gehen wir einfach mal der Reihe nach durch. Dies ist die Graukarte, die ältere Graukarte, die ich hier verwendet habe. Wenn ich älter sage, könnte man auch denken, okay, die stimmt nicht mehr, weil sie verblichen ist. Das stimmt aber nicht. Das war von Anfang an schon ein bisschen ein Problem. Und ich gehe jetzt mal hier in Lightroom mit der Graupipette auf die Karte. Und wir sehen, wir haben hier 5700 Kelvin. Das sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Auch die Farbe hat sich verbessert. Es sieht mehr nach Holzfarbe aus. Nicht mehr ganz so bläulich wie die letzte Einstellung. Jetzt kommt der Color Checker, und zwar der Weißabgleichbereich. Auch hier gehe ich mit der Pipette. Und wir sehen hier schon einen enorm anderen Wert. Wir haben hier 5300 Kelvin, also nicht mehr die 5700. Also einen wesentlich anderen Wert, der also schon deutlich abweicht von der Graukarte. Dann machen wir das Gleiche noch einmal im Color Checker, und zwar über den Graukeil. Wir haben hier von Schwarz bis Weiß die verschiedenen Grautöne. Und auch die klicke ich hier mal an. Und wir sehen hier auch wieder einen anderen Wert. Also 2300 mit der Weißkarte, die ich übrigens gar nicht so gerne verwende, weil sie eben meiner Meinung nach ein bisschen abweicht, was vielleicht auch daran liegt, dass die Karte hier sehr hell ist. Also ich komme mit diesen Grautönen hier besser klar, 5400 Kelvin. Das könnte auch ungefähr stimmen, was die Lichttemperatur der Broncolor-Generatoren entspricht. So, und dann kommen wir zum Cube. Und beim Cube haben wir natürlich jetzt zwei Graubereiche. Einmal, das ist das Hauptlicht und das ist das Aufhelllicht. Und das ist jetzt auch schon gleich ein großer Vorteil von dem Cube. Ich habe hier verschiedene Seiten und kann verschiedene Lichtsituationen miteinander vergleichen. Schauen wir uns nochmal ganz kurz etwas größer diese Metallkugel hier oben an. Die ist sehr spannend, weil hier sehe ich den gesamten Aufbau. Ich kann also zum Beispiel sehen, dass wir hier von rechts ein Striplight haben und wir sehen hier die beleuchtete Zimmerdecke. Und ich kann also genau sagen, das Hauptlicht, das Striplight, beleuchtet diese Seite vom Cube. Die Zimmerdecke, also das indirekte Licht, beleuchtet die Seite vom Cube. Hier unten haben wir schwarz. Ich hoffe, man sieht das im Video. Ich mache das mal ein bisschen heller, dann wird es deutlicher. Wir haben also hier eine schwarze Reflexionsfläche und wir haben hier das schwarze Loch. Und dieses schwarze Loch muss also hundertprozentig schwarz sein. Das können wir nachher noch genauer anschauen. Jetzt geht es erstmal um den Weißabgleich. Ich mache also den Weißabgleich auf der Seite des Hauptlichtes. Die Seite des Aufhelllichtes können wir auch mal kurz testen. Die bekommt zu anderen Werten. Das kann aber daran liegen, dass über die Zimmerdecke, das ist ja eine ganz normale gestrichene Decke, ein Farbstich allein durch das indirekte Beleuchten entstehen kann. Also das Hauptlicht ist mir hier wesentlich lieber für die Einstellung. Und wir sehen, dass wir beim Hauptlicht 5450 Kelvin haben. Das entspricht ziemlich genau der Einstellung des Color Checkers in dem Graukeil. Also der hat ja hier 5400, 5450. Hier sind wir also sehr dicht beieinander. Ein klein bisschen weicht die Tonung noch ab. Hier haben wir schon eine größere Abweichung von ungefähr 100 Kelvin. Aber die Graukarte, die liegt ganz daneben mit 5700. Hier haben wir also auf jeden Fall immer
eine starke Abweichung, die jetzt nicht super extrem ist, aber ich sehe das manchmal bei Hauttönen sehr deutlich. Schauen wir uns mal weitergehende Bearbeitungen an. Mit dem Color Checker kann man natürlich die Kamera kalibrieren und Farben vergleichen. Das möchte ich jetzt hier nicht machen. Diese Kalibrierung ist hier übrigens in Lightroom auch eingebunden. Fujifilm X-Pro2 habe ich mit diesem Color Checker kalibriert. Man sieht auch gleich, wie sich sehr schön die Farben hier, ich zoome mal rein, wie sich die Farben ändern, wenn ich die Kalibrierung vornehme. Und jetzt kann ich natürlich gleich nochmal den Weißabgleich machen mit der Kalibrierung. Und wir haben 5350, also auch knapp bei 5400, da liegen wir recht genau. Beim Cube haben wir ja den Weißabgleich schon gemacht und jetzt können wir uns mal um die Helligkeit des Bildes kümmern. Das sind also noch Bereiche, die hier sehr spannend sind. Beim Color Checker habe ich ja den Graukeil und kann sagen, das hier unten sollte schwarz sein. Allerdings habe ich den jetzt von der Beleuchtung nicht ganz optimal eingesetzt. Beim Cube ist es einfacher. Ich mache jetzt einfach mal einen Test und gehe mal mit der Maus über das schwarze Loch. Hier oben sieht man, also gleich wenn ich hier rüber fahre, sieht man hier oben die Werte 0,4, 0,3, 0,4%. Also sehr dicht bei schwarz. Der schwarze Reflexteil hier unten ist schon wesentlich heller. 3,2%, 3,3% und 3,7% für die RGB-Werte. Wenn ich also hier reinzoome, sieht man das. Und das schwarze Loch in der Mitte ist beinahe bei 0. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich möchte das Schwarz noch ein bisschen dunkler machen. Dann sind wir hier genau bei 0. Aber ich möchte die Tiefen ein bisschen aufhellen, damit wir den Unterschied zwischen dem Loch und der Reflexwand sehen. Also habe ich hier 3-4% und hier 0%. Also so können wir hier mit dieser Unterseite sehr schön den Schwarzbereich einstellen. Und wir können den Weißbereich auch ganz gut einstellen. Wir sind hier bei 97,3. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, die Lichter noch ein bisschen heller machen. Das sollte man aber nicht übertreiben. 98,9, das reicht für Weiß eigentlich völlig aus. Gut, jetzt haben wir also Weißabgleich gemacht, Schwarz und Weiß eingestellt. Und jetzt könnte man sehr einfach alle Bilder anwählen, synchronisieren und durch diese Synchronisierung ist nun auch unser Hauptbild in den Farben eingestellt. Ich beschneide das mal. Und wir sehen hier das Ergebnis farblich korrigiert und im Kontrastumfang sehr schön eingestellt. Das Histogramm zeigt hier jetzt zwar hauptsächlich dunkle Pixel. Das ist aber logisch, weil wir nur sehr wenige helle Pixel hier in den Reflexen haben. Das ist diese dünne Linie, die liegt kurz vor Weiß hier. Wir haben ja eine kleine Lücke. Das heißt, man könnte theoretisch noch etwas aufhellen, wenn man nach dem Histogramm geht. Da ich aber das Objekt eigentlich recht dunkel belassen möchte, gehe ich wieder zurück. Das gefällt mir von der Stimmung wesentlich besser. Die Lücke nehme ich also hier in Kauf, aber ich habe den Weißabgleich gemacht. Ja, das sollte jetzt ein kurzer Überblick über die vielen Möglichkeiten der Weißabgleich-Einstellung sein. Wer sich zum Beispiel für den Color Checker noch mehr interessiert, ich habe in der Vergangenheit ein Video gemacht, wie ich meine Fuji-Kameras mit dem Color Checker kalibriert habe. Und das sieht man dann eben auch in diesem Profil hier, das ich hier in Lightroom aktivieren kann. Wenn ich auf das Profil umschalte, müsste ich natürlich den Weißabgleich nochmal neu machen. Also genau genommen müsste ich sagen, ich gehe jetzt hier auf meinen Cube, schalte auf mein Fuji-Profil um, mache den Weißabgleich. Das ist jetzt sehr hell hier in dem Bereich, 5300 Kelvin, also weicht mit dem Fuji-Profil ganz leicht ab. Und dann synchronisiere ich und jetzt habe ich mein Hauptbild, also das ohne die Graukarten, sehr schön eingestellt. Ich mache das noch etwas dunkler, weil es mir so besser gefällt und ich bin fertig. Ja, ich bedanke mich, dass Sie dieses etwas aufwendigere Video auch bis zum Schluss angeschaut haben und freue mich natürlich, wenn Sie bei weiteren Videos auch wieder dabei sind. Vielen Dank und viele Grüße aus dem X-Lab. Rüdiger Schestag.